Willkommen hier bei VB Online zum zweiten Teil des Rededuells zwischen den beiden Vorsteherkandidaten von Balzers, Adolf Nick und Arthur Brunhardt. Herr Brunhardt, Ihre Kandidatur gibt in dem Sinn viel zu reden, weil Sie ganz einen Haufen Ämter haben. Sie sind ordentlicher Landtagsabgeordneter, Landtagspräsident, Leiter der Außenpolitischen Kommission, stellvertretender Direktor vom Landesmuseum und, und. Das gibt jede Menge Stellenprozent, die Sie unter einen Hut vereinen. Würden Sie im Fall von einer Wahl alles unter einen Hut bringen oder würden Sie, wie es auch der Günter Kranz angetönt hat, eventuell von einem Amt zurücktreten? Was sind eure Pläne? Wie müssen sich das die Leute vorstellen? Also ich habe im Moment einen Fulltime-Job, das ist im Liechtensteinischen Landesmuseum. Der gebe ich sicher auf und dann, habe ich einen, dann gibt es einen Wechsel in einen anderen Fulltime-Job, also eventuell das wollen, und zwar Gemeindevorsteher von Balzers. Unser Parlament ist strukturiert als Milizparlament. Das wird auch in Zukunft so sein. Das heisst, dass man die Arbeit als Landtagsabgeordneter nebenamtlich, nebenberuflich betrieben kann. Das kann in unseren Verhältnissen auch nicht anders sein. Und im Landtag ist es natürlich selbst überlassen, welcher von diesen Abgeordneten oder Frauen und Männer er zum Präsident wählt. Es ist ja so, dass bisher das neben mir eine Arbeit, die das ohne Problem eigentlich können machen. Was Kommissionsarbeiten betrifft, ich bin Vorsitzender der Außenpolitischen Kommission. Dort haben wir etwa 8 Sitzungen im Jahr von 1,5 bis 2 Stunden. Die Bürositzung geht 1/2 Stunde, 45 Minuten. Stalbig jeweils vor der Landtagssitzung und Traktanten so festgelegt. Was noch dazu kommt, sind repräsentative Aufgaben. Dort wird es der ein oder andere Engpass geben. Allerdings in vielen Bereichen, gerade landesübergreifend, wo ich dabei bin, sind Gemeindevorsteher eigentlich auch dort. Und von dort her sind sie nicht ein grosses Problem. Ich habe das mit dem Landtagssekretariat und anderen Personen besprochen, wie das möglich ist. Und sie sagen eigentlich alle, es wäre eigentlich sogar eine gute Sache, weil ein Haufen Synergien möglich sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass Adolf das ein bisschen anders sieht. Ja, genau. Fragen wir mal nach. Für Sie als Balzner, wäre das ein Problem? Jetzt angenommen, der Arthur Brunhardt würde gewählt werden, wäre für Sie das ein Problem, so viele Sachen unter einem Hut? Also, ich schaue es für mich ein bisschen kritischer an. Ja. Ich gehe davon aus, dass wenn man einmal jetzt als Landtagspräsident so einen 30-50% Job hat nebenbei und dann Gemeindeverwaltung hat, die doch recht viel Arbeit gibt und wo so sehr viel Führungsarbeit zu machen gibt, wo man nicht delegieren kann. Und aus dem täglichen Berufsleben weiss ich, dass man eigentlich mit Führungsaufgaben täglich irgendwo konfrontiert ist, mit Problemen, die sofort gelöst werden müssen. Und wenn ich das also so in Summe anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass es sich nicht vereinbaren lässt. Und ich stelle mir auch vor, dass, wenn ich jetzt den Vergleich mache zu den jetzigen Vorstehern, die ja einen Fulltime-Job haben, wenn das so Anfang wäre, das alles unter einen Hut zu bringen und zu delegieren, dann wären die entweder, sage ich einmal, nicht voll ausgelastet oder sie sind einfach nicht effizient. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass die CH-Vorsteher schlecht gearbeitet haben. Weil wenn man das Resultat anschaut, das in den einzelnen Gemeinden rauskommt, dann ist es doch sehr positiv gewesen. Haben Sie denn das Gefühl, dass er vielleicht dann auch als Gemeindevorsteher manchmal nicht so viel Zeit für sein Amt hätte, wie er sollte haben? Da bin ich ganz sicher, also 100% überzeugt davon, ja. Es wird auch so sein, dass er in gewissen Phasen, wenn halt einfach Landesanlässe anstehen, für das Land da sein muss, weil ja als höchster Landespolitiker gibt es keine Wahl, da muss er dann dort zur Verfügung stehen. Das sehe ich nie als Nachteil an. Ja. Arthur Brunhardt, Sie haben ja grosse Ambitionen, Sie möchten ja auch... Ja, ja, kann ich ja kurz erklären. Ja, also es ist natürlich nicht ein 30-50% Job, sondern das ist in unserem Milizsystem ein Nebenjob, den man nebenher macht. Selbstverständlich muss man manchmal im Beruf schauen, dass, es gewisse, dass man Termine ein bisschen austarieren kann. Das ist bei jedem Beruf ist das so, ob politisch oder Privatwirtschaft oder Verwaltung. Ich glaube eher, dass Synergien in diesem Bereich eigentlich besser sind, dass Nachteile, die vorhanden sind. Und ich sehe jetzt das Zeitproblem eigentlich nicht so. Man muss so daran erinnern, dass immer Vorsteher im Landtag sind. Oder? Ich erinnere Johannes Kaiser, Xavier Hoch, Hubert Zähli, Karl-Heinz Ospelt. Und das ist nicht lange her, sondern das sind in den letzten Jahren gesehen. Und die Leute haben alle ja hervorragende Arbeit in der Gemeinde gemacht und trotzdem sich sehr exponiert als Landtagsabgeordnete und ihre Meinung
sieht, also in anderen Ländern gibt es das übrigens all heute noch, dass Parlamentspräsidenten gleichzeitig Regierungsmitglieder oder Vorsteher oder Gemeindeamänner oder was ich sind. Mhm. Also ich glaube schon, dass man es unter einen Hut machen kann. Allerdings wird es so sein, wenn man sehen sollte, dass das Problem entsteht, dann ist klar, dass wir das in der Landtagsfraktion besprechen und schauen, was man machen muss und machen kann. Unsere Arbeit, auch von Adolf und von mir auch, soll in erster Linie im Interesse vom Land, der Gemeinde und der Bürger insgesamt sein. Was könnte denn da Konsequenz sein, wenn es jetzt wirklich mehr Arbeit als erwartet würde geben, vor allem weil Sie auch den Kontakt zu den Bürgern suchen und Informationen möchten ausbauen, würden Sie da allenfalls auch zu einem späteren Zeitpunkt Konsequenzen ziehen? Also wenn sich die Notwendigkeit zeigen, dort selbstverständlich, das ist überhaupt keine Frage. Ich bin da keinsterweise irgendein Sesselkleber über dieses Alter wie nicht draussen. Ich glaube aber noch nicht, so wie heute, wenn ich die Zahlen anschaue, dass da wirklich ein Konflikt entsteht. Aber wenn die Situation eintreten sollte, dann schauen wir die Situation an. Aber grundsätzlich gehe ich jetzt eigentlich heute einmal davon aus, dass ich die Amtsperiode noch weitermache, also sofern mich der Landtag zum Präsident weiterhin wählt und dass das Landtagsmandat dann bis Ende, das sind noch zwei Sitzungsperioden, auch weiterhin ausüben. Schließlich bin ich von den Leuten gewählt und ich habe einen Auftrag übernommen damals. Und üblicherweise kann ich die Aufträge ausfüllen. Mhm. Da ist der Konflikt mit der Zeit ist das eine. Dann gibt es aber auch gibt's Leute, die sagen, es gäbe auch einen Interessenskonflikt. Wenn man in der Legislative auf Landesebene sitzt und in der Exekutive auf Gemeindesebene, sehen Sie den Interessenskonflikt? Also ich bin mir dessen bewusst, dass das mögliche Interessenskonflikt geben kann, grundsätzlich. Ich weiß doch keine speziellen Fälle, aber heute muss man sich natürlich generell fragen, wenn man jetzt sieht, es sei unvereinbar, Vorsteher zu sein und Landtagsabgeordneter, zumal dann halt der Landtagspräsident, dann kann man noch fragen, ja, darf zum Beispiel ein Landesangestellter, der ja im Land unterstellt, darf der im Landtag hinhaken, darf ein Unternehmer, der einen Haufen Landesaufträge hat, subventioniert wird und so weiter, darf er die hinhaken? Hocken, also im Landtag sitzen und ihre Arbeit machen. Ich da eben den Leuten eigentlich zusprechen, dass sie ihre Arbeit seriös machen und dass sie ihre Arbeit im Interesse der Leute machen und nicht auf einen eigenen Vorteil schauen. Und wenn man jetzt Interessenskonflikt Gemeinde und Land anschaut, ich bin generell der Ansicht, Gemeinde und Land, die Gemeinden insgesamt, uns Land und ihre strategische Ausrichtung in Zukunft sowieso viel mehr miteinander abgleichen, sie müssen mehr zusammenarbeiten. Es geht einfach nicht in unserem kleinen Ländchen, dass da Gemeinden und das Land ihre eigenen Suppen kochen. Und dann ist noch zudem so, der Landtag ist ja die gesetzgebende Versammlung. Und was auf Gemeinden in der Regel zukommt, ist eigentlich die Regierung. Wir sind jetzt vielleicht ein bisschen lang auf dem gleichen Thema, aber wir haben ja eine beschränkte Zeit. Wenn ich darf unterbrechen, ist es einfach so, dass der Fakt ist doch, dass ein normaler Landtagsabgeordneter sieht, man hat etwa 30% Pensum. Landtagspräsident hat sicher mehr. Dann kommt dazu, dass wenn man den Interessenkonflikt anschaut, man kann nicht zwei Herren dienen. Es ist ein Altsprichwort. Und wenn man jetzt schaut, dass man die Interessen der Gemeinde denn im Land muss vertreten, dann ist es sicher so, dass der Arthur als Landtagspräsident wird irgendwo ein Problem haben, weil er immer muss einen Kompromiss eingehen muss. Er muss ja auf die Bevölkerung von Schafen, von Dotz, von Tresa usw. so weiter schauen, die ja ihn auch gewählt haben. Mhm. Und demzufolge kann man sicher sagen, es gibt dort einen Konflikt. Haben Sie auch das Gefühl, dass Sie einfach ab und zu nicht hundertprozentig können für als Landtagspräsident? Als Abgeordneter und als Vorsteher bist du deinem Wissen und Gewissen eigentlich verantwortlich und dem verpflichtet. Im Landtag muss man immer, der Landespräsident hat genau die gleiche Stimme wie der Abgeordnete, ist 1 von 25, das wird ja nicht seinen Willen durchsetzen. Und bei jeder Entscheidung muss man Ja oder Nein sagen und es gibt nichts anderes. Und es gibt bei jeder Entscheidung oder bei vielen Entscheidungen, ja, wenn man dazwischen etwas sagen könnte, hätte man das machen, weil es hat immer mehrere Seiten von einem Problem. Aber man muss halt ja auch Nein sagen und dort führt kein Weg dabei. Und darum ist diese Diskrepanz natürlich ein ganz grundsätzliches Problem, das wir da nicht lösen konnten. Jetzt vielleicht zum langsam gegen Schluss kommen. Adolf Nick, wieso sollen Bürger Sie wählen?
Also ich stehe voll und ganz für Balzer zur Verfügung. Ich habe kein Nebenamt dabei. Ich habe, in dem Sinn bin ich frei von Interessenkonflikten zwischen Landes- und Gemeindeinteressen. Ich habe Führungserfahrung aus der Privatwirtschaft. Ich war 8 Jahre im Gemeinderat und habe dort die letzten 8 Jahre eigentlich die verschiedenen Umstrukturierungen. Wir haben verschiedene Projekte, die wir angefangen haben, habe das alles dürfen mitbegleiten, habe dort einen gewissen Erfahrungsrucksack. Dann komme ich aus der Privatwirtschaft, wo vielleicht auch andere Ansichten wieder in die Verwaltung einbringen könnten. Und nicht zuletzt stande für Kontinuität, also gutes Erhalten und neues Gestalten. Und das liegt mir wirklich auch am Herzen, dass wir die guten Sachen, die wir haben, behalten, aber dass wir wirklich auch die weiterentwickeln und unsere Stärken ausbauen. Mhm. Arthur Brunhardt, wieso soll man Sie wählen? Also die letzten Worte von Adolf wird natürlich unterstützen. Ich werde mich selbstverständlich auch voll und ganz für die Gemeinde einsetzen. Allerdings gibt es eben noch die ganzen Netzwerke dazu, die Synergien mit dem Land, dass man dort die Stimme erheben kann, auch wenn sie muss im Interesse der Gemeinde. Dass die Frage Privatwirtschaft oder nicht, ich bin ja nicht in der Privatwirtschaft tätig, sondern in einer öffentlich-rechtlichen Stiftung, aber durch mein Managementstudium öffentliche Verwaltung und Non-Profit-Organisation habe ich gesehen, dass heute unsere Verwaltungen sehr modern sind, sehr professionell sind und darum hat sie dort nicht ein grosses Problem. Was bei mir der Fall ist, im Unterschied zum Adolf, ich werde ein Neuling im Gemeinderat. Und wie es die einen sagen, wie sagen sie? Neue Leute, neue Ideen, neue Schwung. Okay, zum Abschliessen. Ihr gebt einfach ganz schnell Antwort. Ist gut. Ich tue euch immer 2 Sachen zur Auswahl geben und ihr könnt wählen, was besser zu euch passt. Arte oder RTL? Ich würde sagen Arte. Einverstanden. Arte. Bier oder Wein? Wein. Oh, Wein. Pizza oder Chateaubriand? Pizza. Pizza. Beatles oder Rolling Stones? Rolling Stones. Beatles. Und rot oder schwarz? Rot. Schwarz. Das war es von unserem TV-Duell hier auf VB Online. Herzlichen Dank Adolf Nick und Arthur Brunhardt.